Ich habe das ganze Gespräch von Ihnen gehört. Das war ja wirklich spannend. Also, wenn ich jetzt noch kein Mitglied in der AfD wäre, ich wäre dabei. Ihr habt mir alle gefallen. Das war klasse. Ihr habt eine super Arbeit geleistet. An der Aufmerksamkeit der Zuschauer hat man also auch mitgekriegt, das war gut. Ich will da jetzt auch gar nicht viel weiter zu sagen. Gibt es noch Fragen an die Kandidaten oder an den Herrn Elsässer? Andreas. Elsässer, ich habe keine Frage, aber ich kann Ihnen versichern, so wie ich aus meiner langjährigen Erfahrung die Basis der AfD einschätze, wird die Basis auf jeden Fall verhindern, dass das eintritt, was Sie hier gesagt haben, dass so eine Regierungsbeteiligung stattfindet. Die Basis ist sehr gesund, das hat man auch in Köln gesehen. Da kann ich Sie beruhigen. Stefan, da war noch eine Frage. Als Macron gewählt wurde, in einer Kompaktzeitung, Macron, ein Mann der Rothschilds. Sonst habe ich noch nie was über diese Familien gelesen in der Zeitung. Ist das gefährlich oder absichtlich nicht gemacht? Können Sie da was zu sagen? Würden Sie nicht in Schwierigkeiten sein? Können wir sammeln oder so nicht? Feuer frei. Vielleicht erst noch eine Bitte an die Wirtschaft, dass mir vielleicht noch einen Hefeweizen gebracht wird. Zunächst noch einen Punkt, der ist sehr wichtig. Was mir bei der AfD am meisten imponiert hat, das war die Basis, dass die Basis in der Lage war, diese doch sehr unglückliche Führung des Herrn Lucke zu stürzen. Das war ein selbstbewusster Akt, ein Emanzipationsakt der Basis. So etwas habe ich noch in keiner anderen Partei erlebt. Ja. Und deswegen bin ich da auch optimistisch. Was die andere Sache angeht, mit Rothschild, also wir haben in der Juli-Ausgabe geschrieben, dass der neue französische Präsident ein Mann des Hauses Rothschild ist. Das geht darauf zurück, dass er lange Jahre bei Rothschild gearbeitet hat. Er war einer der bestdotierten Leute. Und er ist dann auch von anderen Rothschild-Leuten, zum Beispiel dem früheren Präsidentenberater Jacques Attali, die haben ihm geholfen, dann die Karriere leider hochzusteigen. Ja. Und das war alles sehr gut nachgewiesen, das haben wir nicht aus den Fingern gesaugt, sondern das haben wir aus der französischen etablierten Presse zitiert. Und wenn ein Fall so klar auf der Hand liegt, dann müssen wir das schreiben und dann werden wir das immer schreiben. Ja. Was wir nicht machen, ist reine Gerüchte zu verbreiten, wie man es auch im Internet findet, wo dann hinter allen möglichen Erscheinungen oder Personen Rothschild vermutet wird. Das wäre unseriös. Ja. Aber wo das nachgewiesen wird, muss es geschrieben werden. Was der Name Rothschild bedeutet. Ich glaube, so war es gemeint. Ne? Wissen Sie, um was es da geht? Weil bis vor ein paar Jahren, als ich mich noch nicht so mit der Politik auseinandergesetzt habe, war der Name Rothschild für mich auch eine Zigarettenmarke vielleicht. vielleicht, dass er einfach da mal ein bisschen hinterkommt. Ja, ich kenne natürlich die Geschichte von Rothschild und welche Bedeutung sie in den letzten, ich sag mal, 250 Jahren hatten. Aber auch das klärt nicht die Frage für die Gegenwart. Ja. Also ich bin immer dafür, eine konkrete, aktuelle Analyse zu machen und nicht, wie wir es ja in Bezug auf uns und unser Volk auch nicht wollen, immer mit der Vergangenheit argumentiert wird. Ja. Und was jetzt die gegenwärtige Situation angeht, ist zum Beispiel aus meiner Recherche die Personalie oder das Imperium von Soros sehr viel bedeutender als das Imperium von Rothschild. Ja, und da ändern sich in der Geschichte auch immer die Akteure und da muss man sozusagen auch immer auf dem neuesten Stand bleiben. Ja. Aber generell haben Sie recht, es ist ein heißes Eisen und also wir haben da auch keine Scheu, das anzupacken.
Ja, ich begrüße auch noch den Gerhard Schenk, Kreissprecher aus Hersfeld-Rotenburg. Gerhard, du hast eine Frage. Ja, also meine Feststellung ist, die Zustimmungswerte zu unseren Themen, Migration, Euro, Energiewende, die sind in der Bevölkerung sehr hoch. Man kann sagen, die ist mehrheitsfähig. Leider ist die emotionale Verhaftung des Wahlvolkes immer noch bei den Altparteien. Wir haben irgendwie die Hoffnung, dass vielleicht da doch noch eine Wende kommen könnte oder dass sie das vielleicht doch einsehen könnten, vielleicht dann doch irgendwie. Sie sind jedenfalls sehr kritisch gegenüber der AfD eingestellt. Also das Thema AfD hat immer irgendwo so einen harten Haken, wo man sagt, Mensch, die haben zwar das Richtige angesprochen, aber vielleicht ist doch irgendwas in dieser neuen Partei, die schreien sich oder machen sonst was. Also diese emotionale Bindung an die alten, an die alten Strukturen. Was glauben Sie, wie kann man hier am besten aufbrechen oder wo müsste da sozusagen der Hebel angesetzt werden, dass man einfach sagt, ich bin sachorientiert, ich will mich Zahlen, Daten, Fakten nähern und will auch danach sozusagen eine Wahlentscheidung auswählen. Da hat so das Gefühl, die haben es mal irgendwo emotional verstanden, dass das schief läuft. Aber sie gehen den Schritt nicht weiter. Genug. Also, ich glaube, wir können davon profitieren, dass die Merkel zurzeit sehr viel falsch macht, weil sie denkt, sie kann es so machen wie früher. Also in den früheren Wahlkämpfen hat sie ja immer den Ball flach gehalten und versucht, möglichst wenig zu emotionalisieren. Aber im aktuellen Wahlkampf gehen die Leute da mit dieser Einlullstrategie nicht mit, weil die Leute merken ja, die Situation ist brisanter als 2013 oder 2009. Das heißt, die Leute wollen Klartext hören und Merkel macht aber immer noch, als ob es 2013 wäre, dieses Mutti-hafte. Ja. Das kommt mir zugute. Den Tipp, den ich geben würde, ist in puncto Emotionalisierung, dass die AfD noch stärker betont, dass sie eigentlich der Erbe der guten alten CDU-Traditionen ist. Also wenn jetzt in Bayern plakatiert wird mit Franz Josef Strauß, wer früher Franz Josef Strauß gewählt hat, muss jetzt AfD wählen. Das ist eine emotionale Verbindung. Und deswegen in Hessen ist es ja so stark mit der Erika Steinbach. Das ist natürlich ein Goldstück. Das würde ich wie Gold staunen. Ja? Weil sie die emotionale... Oder der Martin Hohmann, ein Mann, den ich persönlich kennengelernt habe, mit dem ich ein Interview gemacht habe, ein wunderbarer Politiker und so bescheiden von Herzen, der die alten CDU-Wähler mitnehmen kann. Also natürlich, der Deutsche hat Angst vor der Unsicherheit und man muss ihm das Gefühl geben, dass er sich so, wie er sich früher auf die CDU verlassen konnte, zumindest einigermaßen, dass er sich so jetzt auch auf die AfD verlassen kann. Den Faktor muss man sehr stark ausspielen. Und was jetzt meines Erachtens die Etablierten machen werden auf den letzten Metern des Wahlkampfs, weil sie sehen, die Merkel schwächelt und Schulz ist sowieso erledigt, die Etablierten werden anfangen, Lindner aufzubauen. Da muss man ein Auge drauf haben. Und was ich vorhin bei der Bildzeitung gezeigt habe, die Schlagzeile AfD holt SPD ein, neben diesem großes Interview mit Wagenknecht. In ihrer Verzweiflung werden sie ja auch noch anfangen, Wagenknecht zu unterstützen, um natürlich, die Frau ist auf eine Weise interessant und sie ist nicht so verkommen wie der Rest ihrer Partei, aber natürlich wäre auch... Okay, ich habe mit der Frau ein Buch geschrieben, 1996, ja, also ich kenne sie, sie hat auf jeden Fall Rückgrat, sie ist ehrlich und auf ihre Weise unbestechlich und wenn man genau hinhört, merkt man auch, sie ist gegenüber der AfD nicht so blöd wie die anderen, ja, aber trotzdem ist sie halt in der Partei und man kann nicht Wagenknecht wählen, man wählt den ganzen anderen Drecksverein eben mit, das muss man halt auch mal sagen. Also die Frage möchte ich auch gerne aufgreifen, denn es ist ja einfach im ersten Moment gewissermaßen unerklärlich, was da passiert. Und ich habe ja neben der AfD noch andere Hobbys, bin nämlich auch für das Institut für Staatspolitik tätig und da betreiben wir
Metapolitik. Und Metapolitik versucht im Prinzip genau das zu verstehen, ja, wie kommt es denn zu den politischen Entwicklungen. Und dazu muss man gewissermaßen mal einen Schritt zurück machen, sodass man gewissermaßen das ganze Bild in den Blick nehmen kann. So, ich hatte ja eingangs so ein bisschen was erzählt, der Bürger denkt nur mit seinem Portemonnaie. Das heißt, man kann viele politische Prozesse schlicht und ergreifend anhand gewissermaßen der Geldflüsse bzw. des Versprechens von Wohlstand erklären. Das beste Beispiel meines Erachtens ist der Umgang mit der Eurokrise. Sie erinnern sich vielleicht noch, ganz am Anfang hieß es, und es war ernst gemeint, wer gegen den Euro ist, ist gegen den Frieden in Europa. Erinnern Sie sich noch? So, das hat man aber gemerkt, selbst für die Spin-Doctors in Berlin und sonst wo, das ist einfach zu abgefahren. Das kaufen die Leute. Und dann hat man tatsächlich einen relativ genialen Kniff gefunden. Man hat sich nämlich Angela Merkel im Frühjahr 2011 in einer Regierungserklärung hingestellt und einfach mal dekretiert, kaum ein Land in Europa profitiert so vom Euro wie Deutschland. Und das Schlimme ist, es hat funktioniert. Der deutsche Michel hat sich nämlich schön wieder hingelegt und Merkel weitermachen lassen. Was diesen Satz aber zum zweitteuersten Satz der Weltgeschichte macht, ist, dass er natürlich nicht nur vom deutschen Bürger gehört wurde, sondern auch von den Krisenländern. Und die haben natürlich gesagt, ja, wenn das ja so ist, dass Deutschland so wahnsinnig vom Euro profitiert, ja, mit welchem Recht wollt ihr uns dann die paar Rettungsmilliarden vorenthalten? So, wir trauen, das ist, man kann viele Dinge mit dem Geld erklären. Aber ich glaube, dass wenn dieses Desaster der merkelischen Politik überhaupt nur irgendetwas Gutes hat, dann, dass sie mittlerweile dafür gesorgt hat, dass immer mehr Menschen auch im unmittelbaren Umfeld persönlich betroffen sind. Die persönliche Relevanz politischer Entscheidungen kehrt zurück. Und das hatten wir lange Zeit eigentlich nicht mehr. Und ich glaube, das ist die allererste Voraussetzung für eine Politisierung des Bürgers. Nämlich dadurch wird Motivation geschaffen. Und das kennt jeder, der schon mal irgendwie eine Diskussion geführt hat oder ganz und gar am Wahlstand unterwegs war. Wenn die Motivation bei meinem Gegenüber nicht da ist, dann kann ich den mit Argumenten ersäufen und es wird nichts bringen. Wenn diese Motivation erstmal da ist, dann kommt der nächste Schritt. Dann kommt die Argumentation. Denn wir Menschen geben uns ja gemeinhin der Illusion hin, dass wir gewissermaßen rationale Subjekte sind. Das heißt, bevor wir uns in irgendeiner Form politisch engagieren, brauchen wir auch Argumente. Die kriegen Sie unter anderem bei solchen Veranstaltungen wie hier heute Abend. Aber selbst das reicht noch nicht. Ich denke, es muss noch eine dritte Zutat hinzukommen, und das ist Legitimation. Wir müssen auch das Gefühl haben, dass wir das Richtige tun, für das Gute eintreten. Und wenn Sie mal die öffentlichen Diskussionen verfolgen, dann ist das ja eigentlich das entscheidende Schlachtfeld. Es geht ja gar nicht mehr um die Qualität von Argumenten. Es geht ja gar nicht mehr um richtig oder falsch, sondern es geht nur noch um gut und böse. Die AfD wird ja nicht trotz ihrer guten Argumente so diffamiert, sondern wegen ihrer guten Argumente. Wenn die Blockparteien nur annähernd das tun würden, was sie seit Jahren versprechen, nämlich die AfD argumentativ zu stellen und in der Sache zu widerlegen, dann hätten die ruckzuck fertig. Denn das würde im Prinzip heraufbeschwören, dass wirklich mal die Fakten auf den Tisch kommen und dann wäre der nächste Schritt sofort der Ruf, der Kaiser ist nackt. So, das wollen wir uns jetzt bei Angela Merkel jetzt bitte nicht bildlich vorstellen. Ja? Also, bitte fangen Sie Ihr Kopfkino wieder ein. Ja? Aber das ist das Entscheidende. Wir müssen gewissermaßen die öffentliche Moral aus der links-grünen Geiselhaft befreien. Ja. Bitteschön, noch ein Nachsatz. Ja, ich habe noch eine kleine Geschichte, was ich eben gesagt habe, beizutragen.
ich habe heute also einen Stand gemacht, wir hatten einen Stand in Bad Hersfeld, da war ein junger Student, ein Medizinstudent, der nun unbedingt sich da so in der Diskussion Impfzeit begeben wollte. Da war also ein großes Testament, unsere Schwangeren. Da steht ja oben drüber, der neue Deutsche nach dem DSS-Fragezeichen. Nee, Ausrufung, glaube ich, oder? Haben wir es nicht hier? Nee. Ist egal, jedenfalls. Nein, Sie haben es gerade so. Genau, Fragezeichen ist dann dran, ja? Nee, ich meine Ausrufezeichen. Dann ist die nächste Zeile. Über die nächste Zeile unten von der. Also, neue Deutschland haben wir selbst. Ja, genau. Gut, was machen wir in dieser Zeile oder in diesem Bild hat er sozusagen Rassismus gesehen. Ja, hat Rassismus gesehen. Ja, und er meinte, also die ganze Zeit hat er versucht, dann argumentativ auf diese Schiene. Ich sage, welche Assoziation hast du denn dazu? Ja, es wäre ja so ein bisschen so national und nicht so. Da sage ich immer noch mal die Frage, warum? Wer sollte denn sonst machen? Ja, genau. Wer sollte denn sonst machen? Also, er war im Grunde genommen, das Argument hat überhaupt nicht gezogen. Er sagt, wir haben immer einen Gegensinn und weiter. Sag ich, warum soll man nicht vielleicht in Deutschland bei Frau ist Deutschland, wir haben 5 gemacht. Das ist ein aber ihm war nicht zu helfen. Mhm. Der ging daran die ganze los und war immer noch der Meinung, also wir sind da auch falsch. Auch das haben mit Sicherheit die meisten von uns hier, also zumindest die, die im Sinne der AfD auch in die Öffentlichkeit gehen, schon erlebt, ja? Dass man da einfach mit so, ich sage jetzt mal, Reflexen konfrontiert wird, die auch gar nicht argumentativ unterlegt werden können, aber trotzdem regelrecht wie ins Hirn gestanzt sind. Ja, und das, es geht natürlich immer um den Rechts-Irgendwas-Vorwurf, ja, und das wird automatisch mit Ultra-Böse und so weiter assoziiert. Und also dazu muss ich auch mal ganz klar sagen, der Nazi-Vorwurf gegen die AfD ist dumm und er ist gefährlich. Er ist dumm, weil er einen historischen Analphabetismus zeigt und dass man überhaupt keine Ahnung hat, was Extremismus und im Besonderen Rechtsextremismus überhaupt ist. Nur deswegen, wegen dieser allgemein verbreiteten Unwissenheit, ist es halt möglich, dass da eine solche Umwertung stattgefunden hat, dass, es ist ja schon angesprochen worden, Inhalte, die vor 10 Jahren Angela Merkel selbst höchstpersönlich noch vertreten hat, Multikulti ist gescheitert und so weiter und so fort, keine weitere Zuwanderung, das waren ja ihre O-Töne. Dass die CDU das heutzutage selbst als rechtsextrem oder rechtsradikal diffamieren kann. Das ist eine unglaubliche Verarmung des öffentlichen Diskurses. Aber es ist zweitens auch noch gefährlich, weil es den wirklichen Extremisten natürlich in die Hände spielt. Den Linken sowieso, weil mittlerweile ist die Deutungshoheit, was rechtsextrem ist, wird von Antifaschisten gemacht. Und insofern können wir wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass wir ja gerade deswegen als Extremisten verschrien werden, weil wir es nicht sind, sondern wir treten ja für die Verfassung ein. Für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wir verteidigen die Grundrechte jetzt gegen einen Herrn Maas, der mit seinem Netzwerk Durchsetzungsgesetz ja, dafür sorgt, dass im Prinzip die Zensur privatisiert werden soll. Ja, und genau weil wir es nicht sind, werden wir trotzdem mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Und da bitte ich nur Sie, als jeder von Ihnen ist in dieser Hinsicht ein Multiplikator, gehen Sie raus ins Land, sagen Sie das den Menschen, damit diese Menschen nicht einfach die fremde Propaganda übernehmen. Selber denken lohnt sich. Also ich danke dir für die Erzählung von diesem Infostand. Da fiel mir auch ein, also das ist nämlich genau das. Wir müssen einfach sehr viel selbstbewusster umgehen. Und wir dürfen uns nicht in die Ecke drängen lassen, wenn irgendjemand kommt mit dem Vorwurf, ja, aber der hat doch das gesagt und der hat doch dies und das und das jenes. Das ist alles völliger Unsinn. Wir hatten letzte Woche eine Veranstaltung mit André Pockenburg und das große Thema war natürlich dieser Satz, den er gesagt hat, oder bisher in der WhatsApp-Gruppe, die dann geleakt wurde, geschrieben hat, Deutschland den Deutschen.
Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich kann sagen, ach, das geht überhaupt nicht, kann man nicht sagen. Oder ich sage das, was ich auf der Veranstaltung gesagt habe, Deutschland, den Deutschen, ja Himmel, Herr Gott, noch mal, wem denn sonst? Das ist eine ganz einfache. Wir müssen aufhören, uns unter das Diktat der linksfaschistischen Deutungshoheit zu stellen. Wir müssen einfach aufhören, uns dauernd zu ducken, dauernd irgendwelche Ausreden für irgendetwas zu finden, was vielleicht mal jemand gesagt hat. Selbstbewusst auftreten. Wir machen nichts Falsches. Wir stehen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Grundgesetzes. Und das kann mir keiner streitig machen. Insofern, lasst es doch. Herr Kubrilas, war das noch eine Wortmeldung vorhin? Ja. Würden Sie gerne was sagen? Lauter. Sind Sie lauter? Lauter. Deutschland ist das einzige Land, das keine Verfassung hat. Und zu sagen, das Grundgesetz sei eine Verfassung, das heißt, Birnen sind Äpfel und Äpfel sind Birnen. Aber wir haben einen Artikel 146, für die, die das auch wissen, der sagt, wenn wir uns da einigen, oder ob die DDR uns weitet, egal was, dann geben wir als deutsche Volk uns eine Verfassung. Da steht im Grundgesetz. 1990, was hat der die schwarze Null gemacht? Westdeutscher Seite, ich meine, das ist der Finanzminister, der sagte, ich bin die schwarze Null. Deswegen, ich war da feindlich. Aber er hat einen Deutschlandvertrag unterzeichnet und auch entwickelt. Und das ist in meinen Augen das größte Scheißpapier, das je geschrieben wurde. Das ist einfach sagen. Da frage ich Sie nicht, weil das nicht die Veranstaltung ist für sowas Ernsthaftes. Aber ich versuche seit 5 oder 6 Jahren mit Lammert und auch mit Karlsruhe, das ist das sogenannte Bundesverfassungsgericht, wir haben aber keins. Das heißt eigentlich Bundesgrundgesetz, so schreibe ich immer. Sehr geehrte Damen und Herren, des Bundesgrundgesetzgerichts. Das sucht ja auch keine Übel. Also, die Frage ist, die ich alle stelle, wollen wir nicht endlich mal den Artikel 146 in unser Adenauer-Geschenk, da muss man einfach sagen, der Mann war, wie er war. Aber er hat uns einen Artikel geschenkt, den wir noch nicht eingefordert haben. Das war vor 25 Jahren. 25 Jahren, nicht die AfD, Sie sind ja beste Rede für alle Freunde, Kompliment mit allem. Aber Sie aus, wo kommen Sie her? Berlin. Also die Nichtmitglieder, die frage ich jetzt, was halten Sie davon, wenn die AfD die letzten 14 Tage auch nochmal daran denkt, eine Verfassung einzufordern durch das Volk? Und nicht auf die AfD in Berlin. Die möchten die alle in Urlaub schicken, dass sie die nächsten 4 Tage. Also, ich bin ja durchaus dafür, dass wir aus dem Grundgesetz eine Verfassung machen sollen und dass das auch vom Volk letztlich beschlossen werden muss. Da bin ich dafür. Die Frage ist nur, wie kommt man dahin? Also, meines Erachtens kommt man zu einer neuen Verfassung nicht, indem man eine Verfassungskampagne macht. Weil dieses Thema können wir in einer relativ kleinen Versammlung begreifen, aber man kann das nicht runterbrechen in eine Wahlkampagne mit Flyern auf DIN A5. Ich will Ihnen zwei Sachen zum Bedenken geben. Die Briten, wie ich vorhin gesagt habe, die haben ja gar keine geschriebene Verfassung. Das heißt, die sind in noch einer schlechteren Situation. Aber dennoch ist es gelungen, diese epochale Veränderung Brexit durchzusetzen. Das heißt, meines Erachtens müssen Dinge immer politisch durchgesetzt werden und dann werden sich die neuen Mehrheiten im Volk auch im zweiten Schritt eine neue Verfassung oder eine Verfassungsänderung erzwingen.
so rumläuft, nicht anders. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel aus der Geschichte. Wir hatten im Jahre 1848 die schöne Revolution in Deutschland, wo damals die Farben Schwarz-Rot-Gold überall getragen wurden und man hat gesagt, wir wollen jetzt diese Zersplitterung nicht mehr haben, sondern wir wollen endlich das Versprechen einer gesamten deutschen Republik aus allen Ländern. Es hat gut angefangen, aber es hat total schwach geendet, weil die besten Köpfe haben sich dann zu einer verfassungsgebenden Versammlung nach Frankfurt zurückgezogen und haben da ewig palabert über die neue Verfassung, bis irgendwann die Preußen Truppen geschickt haben und den ganzen Verein auseinandergejagt haben. Was ich damit sagen will, Rechtsfragen werden nie übers Recht entschieden, sondern immer über die Macht. Das heißt, wir müssen eine Macht entwickeln, wie in Großbritannien an der Brexit-Frage, eine Macht entwickelt worden ist, die dann einfach bestimmte Tatsachen festgesetzt hat, egal was in der Verfassung oder in der nicht geschriebenen Verfassung oder im Gesetz drinsteht. Wo ein politischer Wille ist, findet sich auch ein juristischer Weg. Und die ganze Juristerei ins Volk reinzudrücken, das wird die Leute wahnsinnig machen. Und das ist mein Hauptkritikpunkt an diesen Reichsbürgern. Die reden immer wie die Juristen. Aber das Volk kann mit Juristerei nichts anfangen. Das Volk will konkrete Veränderungen. Und dann kann man im zweiten Schritt, wenn wir die Macht haben, machen wir neue Verfassung. So geht es. Ja, der Herr da hinten. Neben dem Untersuchungsausschuss, der auch wirklich ein sehr, sehr scharfes Schwert ist und entsprechend hoch ist da natürlich auch die Hürde, 25%, sagen wir, da müssen wir uns ein bisschen strecken. Aber es gibt ja auch noch ein paar kleinere Möglichkeiten, also vor allen Dingen mit Anfragen zu arbeiten. Und Sie kennen ja vielleicht das Buch von diesem Robert Alexander, Die Getriebenen. Ja, und da zeichnet er ja im Grunde genommen nach, wie es überhaupt zu dieser Entscheidung kommen konnte, falls man es überhaupt Entscheidung nennen will, denn es war ja vor allen Dingen eine Nicht-Entscheidung, das alles einfach so geschehen zu lassen. So, und ich meine, jetzt gibt es zwar dieses Buch, aber als Oppositionspartei im Bundestag kann man da natürlich den Finger in die Wunde legen und entsprechende Anfragen stellen. Ja, und da gibt es ja zwar auch Beschränkungen, was so Themen wie Geheimschutz und so weiter angeht, ja, also das wird natürlich auch, die werden natürlich versuchen, sich nicht in die Karten drücken zu lassen, völlig klar. Aber mit diesen Mitteln, ja, und jetzt mal ein bisschen allgemeiner gesprochen, ja, da haben wir Zugriff auf Informationsquellen, die uns heute einfach vorenthalten sind. Ich gebe mal ein Beispiel, Kriminalitätsstatistik ist ja hier schon genannt worden. Tatsache ist, jeder, der einen Dreisatz beherrscht, kann anhand dieser Statistiken schon nachweisen, dass es zum Beispiel sehr viel mehr ausländische Tatverdächtige gibt, als ihnen nach dem Anteil an der Bevölkerung gewissermaßen zustehen würde.
Trotzdem stellt sich eine Journalistin, Anja Reschke, ins Fernsehen und sagt, das stimme nicht. Ja, und wird dafür fast heilig gesprochen. Gut, anderes Thema. Aber wo wir zum Beispiel komplett im Dunkeln tappen, sind zum Beispiel solche Dinge wie Verurteilungsquoten. Denn das, was uns als Aufklärungsquote von Straftaten verkauft wird, das ist im Prinzip auch ein Taschenspielertrick, ein Etikettenschwindel. Denn ein Fall gilt als gelöst, wenn ein Tatverdächtiger ermittelt wurde. Ob der dann verurteilt wird, ob das überhaupt der Richtige war, das geht dann in die Statistik nicht mehr ein. So, und da würden wir natürlich zum Beispiel auch versuchen, deutlich den Finger in die Wunde zu legen und einfach Fakten an die Oberfläche schaffen, die bisher aus gutem Grund natürlich unter den Teppich gekehrt werden. Und jede dieser einzelnen Anfragen und Maßnahmen für sich genommen, ja, wird natürlich nicht die große Rettung bringen. Aber das ist Oppositionsarbeit. Und das ist im Großen und Ganzen das, was bei den wirklich wesentlichen Zukunftsfragen unseres Volkes in den letzten Jahren schlichtweg unterblieben ist. Und diese Arbeit werden wir für Sie und uns alle im Bundestag übernehmen. Ich kann das auch nur noch mal unterstreichen. Also, wir werden Merkel letztendlich nicht vor Gericht stellen können. Was wir aber erreichen können, ist, dass Merkel nicht mehr machen kann, was sie will, ohne zumindest dabei gestört zu werden. Und wir werden ihre Kreise stören, verlassen sich darauf. Aber der Punkt, der hier angesprochen wurde, 25%, das ist diese magische Schwelle. Wenn wir tatsächlich 25% erreichen, dann haben wir ganz andere Antragsbefugnisse als Fraktion im Bundestag. Und insofern kann ich Sie nur bitten, wählen Sie uns, damit wir die 25% kriegen. Und dann geht es richtig rund im Bundestag. Das kann ich Ihnen versprechen. Dankeschön. Zwei Sätze, die ich dazu noch sagen möchte. Ich glaube, 1000 Strafanzeigen oder so sind gegen Merkel eingegangen. Die sind ja pauschal abgewiesen worden, weil es ja haltlos sei. Wenn wir im Bundestag sitzen, ob mit Ausschuss oder ohne, dann werden wir über unsere Anfragen die Möglichkeit haben, Informationen einzuholen, die es jetzt nicht gibt. Und dann wollen wir mal sehen, wie die Gerichte das mit der Merkel in Zukunft dann bewerten. Haben wir diese 25%. Ja, wir vergessen eine Sache, oder kurz, die müssen wir nicht haben. Also die das ist ja ein Antrag. Ja, ja, ja. Mit den Parteien wird ja mit zusammen. Es wird ja, wird ja mit dem Macht Zeit, deswegen brauchen wir 25%. Ja, ja, ja. Aber ich würde auf dieses Instrument im Parlament nicht so viel geben, weil wir kriegen ja die 25% wahrscheinlich nicht. Die AfD wird sie nicht kriegen und dass jemand anderes dazu stimmt, sind wir ehrlich, ja, wird nicht zustande kommen. Aber was natürlich die AfD machen kann, sie kann ein öffentliches Tribunal machen und Nägel vor ein öffentliches Tribunal stellen, wo unsere Juristen, ich sage nur Karl Albrecht Schachtschneider, aber auch Juristen zum Beispiel von der ersten Reihe von Ungarn, Polen, Mazedonien, also die ganzen Länder, die jetzt wissen, was gespielt wurde, die werden dann auch in das Tribunal als Richter berufen. Und das hätte eine enorme Wirkung. Also ich erinnere mich, wir hatten früher, gab es die sogenannten Rassel-Tribunale, nach Bertrand Russell, dem Nobelpreisträger, gab es Rassel-Tribunale über den Vietnamkrieg oder über die Berufsverbote. Das war damals von den Linken gemacht. Aber egal, die Methode ist gut. Ja. Man muss nicht aufs Parlament warten. Das kann eine Partei jetzt schon machen. Und das hätte eine enorme Wirkung. Ja. Also vor allem in den östlichen Mitgliedsländern der Europäischen Union. Das sind unsere Verbündeten. Und mit denen müssen wir zusammenarbeiten. Was die im Westen machen und so, da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber im Osten geht die Sonne auf.
Schlusswort, Jürgen Elsässer. Noch die letzte Frage. Ja, okay. Eine Frage. Mein Name ist Bernhard. Ich bin aus der Fahrerbombe-Gegend und ich habe auf der Internetseite von Kompakt gelesen, dass Sie heute Abend werden. Das ist der eigentliche Grund, warum die Gegend jetzt eine allgemeine Frage. Zurzeit ist ja was in der Mache, den Alterspräsidenten in den Bundestag anzuschaffen. Oder ist der Herr Mann das bisschen mittlerweile hinbekommen? Was ist da Stand der Dinge? Ist erledigt. Ist das mittlerweile durchgesetzt? Ja. Ja. Sonst wäre ja der Chef von der Preußen Zeitung, ich weiß jetzt nicht genau den Namen, Alterspräsident, der wäre über die AfD sehr wahrscheinlich reingekommen. Genau. Man hat da einfach ganz kurz. Achso, dann fällt mir noch eine Frage. Die Zusammenarbeit der ganzen kritischen Community. Herr Röstl sagt was im Internet, wenn man mal bei YouTube was anklickt, dass da kein Interesse besteht. Das ging ja nicht von seiner Seite aus, sondern von anderen. Sie hatten mal ein engeres Verhältnis, so kommt es mir vor, mit Herrn Jepsen. Weiß ich nicht, gibt es da noch Konsens oder gibt es da irgendwelche Konflikte? Können Sie vielleicht noch was dazu sagen, wie die Verständigung untereinander ist? Ganz kurz dazu, was Sie eben ansprachen, also die Geschäftsordnung im Bundestag ist tatsächlich geändert worden, und zwar dahingehend, dass nicht mehr der Älteste die Eröffnungsrede hält, sondern der dienstälteste Bundestagsabgeordnete, und das kann per Definition dann schon mal nicht die AfD sein, also die sind da auf der sicheren Seite. Aber wir erleben das ja auch in den Kreistagen. Also bei uns ist das halt, ich habe das auch von anderen Kreistagen gehört, man hat dort wirklich die Geschäftsordnung so geändert, dass im Prinzip immer die anderen Parteien davon profitiert haben. Also entweder hat man Ausschüsse verkleinert, um die AfD ganz rauszuhalten, oder aber man hat sie vergrößert, um den anderen Parteien zusätzliche Sitze in diesen Ausschüssen zuschanzen zu können. Also was hier in diesem Land läuft, das hat mit Demokratie wirklich nichts mehr zu tun. Und das ist ja genau das, was hier anprangern. Aber diese Geschichte ist durch. Also es wird der Dienstälteste, wird die Eröffnungsrede halten. Und, aber das zeigt, wie verzweifelt die sind. Ja? Also weil jeder merkt einfach, das ist so billig, was die da abziehen. Insofern sollen sie machen, entlarvt sie morgen. Ununterbrochen negativ über die AfD sprechen, wir werden nicht gewinnen, vielleicht so oder vielleicht so. Warum sagen Sie nicht, wir gewinnen und wir wissen gar nicht, wer da Kanzlerin oder Kanzlerin ist. Haben Sie denn einen Mann, eine Frau, die Kanzlerin, Kanzler werden kann? Das ist Wahlkampf. Aber nicht ewig von der Merkel, die macht das und das macht sie nicht. Das ist doch scheiße sowas. Darf ich was sagen? Nee, ich würde gerne mal was sagen, weil das hätte ich sowieso gerne gesagt. 15, 20, 25 Prozent. Das ist vollkommen egal. Sie müssen uns helfen, dass wir ein starker Stachel werden im Establishment. Und zwar, Herr Gorillas, dem Stachel ist es egal, wie viel Arsch er um sich herum hat. Also, es wäre vermutlich nicht schlecht, weil das Parlament und die Altpartei natürlich die AfD auf allen Ebenen, nicht nur beim Alterspräsidenten oder bei der und beim Untersuchungsausschuss blockieren werden, wäre es nicht schlecht, wenn die AfD ihre Kraft einsetzt, parallel zum Parlament noch eine zusätzliche Struktur zu machen, in dem sich der Volkswille ausdrückt. Weil die AfD ist zwar die stärkste Kraft der Opposition, aber es ist nicht die einzige Kraft der Opposition. Und wir dürfen nie vergessen, also auf die Frage zu kommen, wir haben den Herrn Hörstel
oder wir haben den Herrn Jepsen, mit den Leuten habe ich früher zusammengearbeitet, aber da geht nichts mehr, weil die sind gegen die AfD. Und ich habe immer gesagt, man kann die AfD kritisieren, aber die AfD ist die wichtigste Kraft und wir können nicht gegen die AfD arbeiten. Das geht gar nicht. Ja? Und daran ist es kaputt gegangen. Aber es gibt natürlich außerhalb der AfD trotzdem Gruppierungen, die interessant sind und wo dann Leute nicht wählen. Die Nichtwähler sind das interessanteste Potenzial für die AfD. Nicht die CDU-Wähler oder die FDP-Wähler. Natürlich kann man die auch versuchen rüberzuziehen. Aber die größte Masse, die der AfD wirklich Schub geben kann, sind die bisherigen Nichtwähler. So übrigens auch wie bei Donald Trump. Donald Trump ist Präsident geworden, weil er die Nichtwähler motivieren konnte. Und die Nichtwähler sind eben Nichtwähler. Das heißt, die werden auch jetzt nicht die AfD wählen. Wir hoffen, dass wir viele rüberziehen können, aber es werden nicht alle sein. Und man könnte versuchen, neben dem Bundestag einfach eine Struktur zu schaffen, wo sich über die AfD hinaus der Volkswille, die Opposition versammeln kann. Etwa in der Hinsicht, dass man sagt, wir bilden jetzt in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, machen wir eine Volksversammlung und für jeweils 1000 Teilnehmer wird ein Delegierter gewählt. Der wird natürlich meistens von der AfD sein, weil die AfD ist die stärkste Kraft, aber vielleicht gibt es auch mal einen anderen, der nicht von der AfD ist. Und die führt man dann zu einer parallelen Struktur zusammen, wo sich der Volkswille stärker abbildet als im Parlament. Also, ist eine Idee. Ich will nur sagen, man darf sich in seiner Fantasie und Kreativität nicht auf das Parlament verengen, weil das Parlament ist das Grab. Und man muss den Volkswillen an der Basis mobilisieren. Ja? Und wenn die AfD das Volk mobilisiert, wird sie kräftig bleiben. Und wenn sie sich im Parlament verschanzt, wird sie stark werden. Ja? Und diese Stahl wollen wir vermeiden. Aber das sind die Diskussionen der nächsten 4 Jahre. Jetzt wollen wir erstmal so stark wie möglich werden. Und da arbeiten wir alle zusammen. Ja, ihr werdet euch jetzt sicher wundern, was ich hier habe, ne? Christine, Andreas, Jürgen, Elsässer, ihr seid einen weiten Weg zu uns hergegangen in die Waldeckische Provence. Wir haben hier neben dem Euro haben wir noch eine andere Währung. Und zwar ist das die längste Praline, die Waldeckische Praline, die es also hier gibt. Und zwar ist das eine Ahlewurst. Also hier in Sachsenhausen sagt man auch rote Wurst, aber rote Wurst sagt man bei euch für Blutwurst. So ist es nicht. Salami. Das ist was ganz Feines, das möchte ich mit euch mit auf den Weg geben. Und zwar mit dem Dank, was ihr heute hier für uns geleistet habt. Das war toll. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, was bleibt mir noch? Danke. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie nehmen nicht nur das Letzte, sondern auch den Stachel mit. Helfen Sie uns, ein Stachel zu sein, damit wir möglichst gut bohren können. Und da liegen noch so blaue Zettel. Ich möchte die nicht alle mitnehmen. Tut es mir einen Gefallen. Vielleicht haben Sie auch einen Nachbarn, den Sie nicht leiden können. Nehmen Sie alles mit, tragen Sie es raus, werben Sie für uns. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.